Wir werden auch die Begründung abwarten, bis wir dann unseren Plan, unseren Luftreinhalteplan endgültig fertig machen. Dann werden wir den im Kabinett besprechen, in der Koalition besprechen, bis er dann zur Anhörung gegeben wird. Und dann gibt es wieder eine Rückmeldung und dann wird es einen Beschluss geben. Also wir werden das sicherlich nicht übers Knie brechen, sondern das sorgfältig ausarbeiten, begründen und kommunizieren. Ich weiß nicht, welche Siegerquellen Sie da angezapft haben, aber die Linie des Hauses ist es nicht. Die Linie des Hauses heißt, wir tun alles, um Fahrverbote zu vermeiden. Da haben wir einen ganzen Katalog von Maßnahmen. Und wenn es dann überhaupt dann nicht anders geht oder wir durch Gerichte gezwungen werden, Fahrbeschränkungen zu machen, dann werden das differenzierte Fahrbeschränkungen sein und keine allgemeinen pauschalen Fahrverbote. Also erstens, ich weiß zwar, dass Ministerpräsident Kretschmann ein gläubiger Mensch ist, aber er ist kein technikgläubiger Mensch. Und an Diesel glaube ich sowieso nicht, wie ich glaube auch nicht ans Auto, sondern mit der Technik muss man rational und kritisch umgehen. Und ich bin überzeugt davon, und da treffe ich mich sehr gut mit dem Ministerpräsidenten, dass es eine saubere Dieseltechnologie gibt. Es ist nur ein Ärgernis, dass diese saubere Dieseltechnologie erst jetzt vorgezeigt wird und zum Teil noch nicht mal eingebaut wird, obwohl man es kann. Nein, die Utopie wird immer konkreter. Wir haben ja als Landesregierung eine allgemeine Studie unterstützt, die überhaupt die Machbarkeit und den Nutzen und die Bedingungen von Seilbahnen versucht zu erörtern. Und dazu wird auch ein Leitfaden für die Kommunen entstehen. Wir haben ja schon vor 3 Jahren das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz so geändert, dass auch Seilbahnen als Nahverkehrsmittel gefördert werden können, wie etwa eine Stadtbahn. Und in Stuttgart werden 3 mögliche Trassen untersucht. Die eine ist der Anschluss des Industriegebiets, Gewerbeparks, Synergiepark bei Vaihingen. Also da geht man davon aus, ab Autobahn Möhringen, dann das Gewerbegebiet zum Bahnhof Vaihingen und dann womöglich weiter in das Eiermann-Areal, wenn es dann bebaut wird. Eine andere mögliche Option ist vom Pragsattel Richtung Stuttgart-Ost, grob gesagt. Und dann gibt es noch eine dritte Option. Also wir werden diese Machbarkeit der verschiedenen Trassen untersuchen. Und danach wird man überlegen, ob es auch nützlich und wirtschaftlich ist. Und dann wird es losgehen. Aber ich halte mindestens eine Seilbahn für sehr realistisch.